Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du. Das war mein Lächeln. Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Na bitte, geht doch. Schaut mal, da kommt er. Du hast genug Material, um an einen Verlag heranzutreten. Ich muss das alles nochmal überarbeiten. Alles nur Fragmente. Ich bringe nichts zu Ende. Ich habe sie gestern tanzen gesehen am Strand. Wir proben für eine Aufführung in Berlin. Berlin war immer mein Traum. Woher nehmen Sie den Mut? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Ich bin ein kranker Mann, Dora. Diese Krankheit bestimmt mein Leben. Jetzt auch? Nein, jetzt nicht. Lass uns zusammen träumen. Ich habe jemanden kennengelernt. Da wird sich dein Vater aber freuen. Der Vater darf nichts davon erfahren. Alle machen sich Sorgen. Wie soll das gehen? Dora ist stark. Vor ihr muss ich mich nicht verstecken. Du hast meine Eltern um Geld gebeten. Sie werden nicht zur Rückkehr nach Prag zwingen. Vielleicht sollten wir genau das tun. Auf gar keinen Fall. Warum haben die so eine Macht über dich? Franz! Am größten ist das Glück, wenn es ganz klein ist. Deshalb würde ich, wenn ich mein Leben aufschreiben müsste, nur Kleinigkeiten notieren. Ich glaube, dass die Herrlichkeit des Lebens immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt. Unsichtbar. Ruft man sie mit dem richtigen Namen, dann kommt sie.